Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zu einem weiteren Part. Let's Draw Final Fantasy Record Keeper. Ja Leute, ich muss ehrlich sagen, ich bin selbst ein bisschen überrascht, weil, im letzten Part hatten wir ja, beziehungsweise in den letzten beiden Parts hatten wir ja die Nightmare Relic Draws, die halbiert, also zum halben Preis, gemacht. Und ja, da habe ich mich ja geärgert, dass nichts für, was weiß ich, dass manche Charaktere halt außen vor sind, wie zum Beispiel Zidane und so weiter. Aber Leute, es sind jetzt noch zwei weitere gekommen und ganz ehrlich, ich gehe mal fast davon aus, dass da noch ein paar weitere Folgen werden, weil das ist jetzt so, scheinbar der Banner war halt komplett für die 5-Sterne-Combat-Benutzer. Auch wenn es mich wundert, dass der Onion Knight nicht mit dabei ist, weil der Onion Knight kann 5-Sterne-Combat benutzen. Aber egal. Dieser Banner war für die Beschwörer. Der Banner ist für die Supports. Und der Banner ist für die Celerity, also Geschwindigkeit, für die Schnellen. Die Diebe, Abenteurer und okay. Zidane, Tidus zählt auch als schneller Kämpfer, als schneller, flinker Kämpfer. Er hat auch 5 Sterne Combat, was ich ehrlich gesagt in der Hinsicht ein bisschen fragwürdig finde. Warum hat Tidus 5 Sterne Combat und Zidane nicht? Naja, egal. Ich hinterfrag's nicht. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier zwei weitere Nightmare Draws. Und ja, wir werden uns jetzt dem Nightmare Relic Draw für die Supports vornehmen. Da sind halt Sachen dabei, wie für Fran, Ferris, Walker, Ramsa, wie man jetzt sieht. Aber darunter kommen dann auch noch Quina, ich glaube Red ist auch noch, also Red, ach komm, wie heißt er? Ach ja, Ramsa, genau. Wer ist noch dabei? Ach, das sieht nach Larsa aus. Larsa, ja genau, oh Gott, wie heißt er? Der Hafenheini. Gott, wie heißt der? Heißt er Eduard? Ich weiß es gar nicht. Okay, ja, hier ist Setzer. Ja, okay, Tyru, klar. Das sieht für mich nach oh Gott. Jetzt fallen mir die Namen nicht ein, wisst ihr? Nach Laguna. Ah, Setz, genau. Walker, Barrett. Ja, okay, Red ist auch dabei. Minfilia, das ist Quina. Ja, Quina, ja, okay. Halt die ganzen Supports. Aber ich muss sagen, es sind gar nicht so viele Sachen. Ich habe ehrlich gesagt mit mehr gerechnet, aber es gibt doch wohl gar nicht so viele Supporter. Naja, egal. Auf jeden Fall, Leute, in der Hinsicht gibt es für mich so zwei, drei Sachen, worauf ich echt, was ich geil finde, was ich richtig, richtig geil finde. Weil, okay, ich habe für Fran den Super Soul Break, der Hyper Break ist. Er reduziert die Werte des Gegners stark. Aber nur ein. Und wenn ich jetzt gegen den Boss kämpfe, wo mehrere sind, da wäre ihr Burst perfekt. Der geht nämlich auf alle, ist zwar nur mittel, also moderate, aber es ist trotzdem immer noch sehr, sehr gut und sehr nützlich. Oder genauso wäre Ferris auch eine sehr interessante Wahl, weil Ferris ist genau das gleiche im Großen und Ganzen. Ja, es wäre mir ehrlich gesagt fast egal. Ich würde auch Ferris mit Fran austauschen, wenn ich die Relikte für Ferris hätte. Aber es bleibt abzuwarten. Also wäre von einem von den beiden was dabei, es wäre geil. Aber ja, okay, ich hoffe jetzt nicht, dass der Super Soul Break jetzt für Fran nochmal dabei ist, weil den habe ich schon. Der Burst, den fände ich geil. Aber der Super Soul Break, naja, okay. Wäre in Ordnung. Aber halber Preis, trotz allem. Und let's fetz, gib uns bitte diesmal mehr. Also, nachdem die ersten zwei. Na gut, der erste war ja immerhin 2, der zweite war 1. Kommt diesmal ein bisschen mehr. Okay, 2. Okay, by the way, hier hätten auch wieder Overstrikes und Ultra Soul Break und so weiter Platz finden können. Na, drücken wir durch. Und. Na, was ist dabei? Das hab ich nicht, ist aber. Ja. Es ist ein Bogen.
Es ist ein Bogen und so vom Aussehen würde ich sogar sagen, es ist ein Bogen für Final Fantasy XII. Wenn das jetzt der Burst für Fran ist, feiere ich es. Es ist der Burst. Es ist... Oh, das ist geil. Das ist gerade richtig geil. Das ist gerade richtig. Und was ist das? Für wen? Ach, das ist für Ferris sogar. Für Ferris und für Fran. Also... Ich kann mich in der Hinsicht jetzt echt gar nicht ärgern oder aufregen, auch wenn es nur zwei Sachen, oder nur zwei Sachen. Zwei Sachen ist immer noch besser als eine. Aber hier, der Burst von Fran ist einfach fünf Angriffe, fünf physische Ranged-Angriffe auf alle Ziele und reduziert Angriff, Verteidigung, Magie, Resistenz und Mind um einen mittleren Wert hast, Burst-Modus und dann noch die Burst-Abilities, die auch nochmal den Angriff stark runterhauen und den die Resistenz stark runterhauen. Also das ist schon echt geil. Und deswegen bin ich voll und ganz zufrieden. Für Ferris habe ich jetzt auch endlich mal was. Das ist auch ganz praktisch für meine Final Fantasy V Synergie. Von daher, ganz ehrlich, Leute, ich bin zufrieden. Ich bin voll und ganz zufrieden mit dem Banner. Es sind zwar, wie gesagt, nur zwei Sachen, aber die zwei Sachen sind voll und ganz in meinem... Ja, in meinem Ermessens, weil es passt perfekt. Von daher, Leute, ich bin glücklich und ich werde jetzt auch noch einen weiteren Part aufnehmen zu dem Celerity-Banner. Aber das dann im nächsten Part und deswegen sage ich an der Stelle ciao, ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Draw Final Fantasy Record Keeper. Also macht es gut, Leute.